Zaudern. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder, rechtzeitig, um mit den gesammelten Bürgermeisterhelden des Hunsgraber Städtebundes ins Bett zu gehen, denn es wird dunkel. Genau, ich habe das Bett schon in der Hand. Wir gehen alle zusammen ins Bett. Juhu, ich bin in meiner alten Bude. Ich bin auf der Weide. Auf der Straße. Ich bin in der Boot. Und ich habe den Chat noch. Oh, hier sind jetzt ganz viele. Ich habe den Chat auch noch an. So, ah ja, die Regeln. Regeln. Aber irgendeiner schläft noch nicht. Oh, ich dachte, ich habe schon geschlafen. Also ich schlafe. Ich schlafe auch. Ah, wunderbar. Mm-mm. Ja, der Tag des Rates der Helden ist gekommen. Ja, denn viel gibt es zu tun, viel gibt es zu beratschlagen. Ich würde sagen, lasst uns auf zur Burg reisen. Am einfachsten mit dem Zug, oder? Oder sollen wir laufen? Ja. Ja, fahren wir mit der Bahn. Die Bahn bringt's. Die Bahn bringt. Ja, wir müssen halt nur 10 Minuten warten. Die Verspätung hat sie halt immer, aber. Die rennen alle voll. Die haben es ganz eilig, zum Rat der Helden zu kommen. Ja, es gibt Bier. Ich habe meine Krone nicht mit. Moment, bin gleich wieder da. Geht schon mal zum Bahnhof. Und ich kann nicht ohne Krone, oder? Ach Leute. Kannst du ja meine goldene Unterhose auf den Kopf setzen. Ah, super Idee. Jetzt, wo du die ganze Nacht drin auch drin geschlafen hast, ist die ja ganz bestimmt nicht ganz besorgt. Powerplay, das ist mir auch aufgefallen. Wo hast du die eigentlich her? Ich habe ein Skelett im Heldenberg getötet. Aha. Und da habe ich die dann bekommen. So eine bisschen. Goldene Unterhose. Ja. Unglaublich. Ich muss gleich fertig. So, oh, Krone besser. So. Aufsetzen. So. Ja, die ganzen Loren sind da drüben in Benutzung anscheinend. Ah, du hast schon eine, okay. Die Hannelore habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hat die einer von euch auf dem Gewissen? Nee, die hat gerade Urlaub, glaube ich. Ah, hat Urlaub. Dann ist die bestimmt im Fanpark von Flo. Ja. Was seid ihr cool? Die ist beim bei so einem Wirtshaus. Mit so einem goldenen M irgendwie. Ja, mit einem goldenen M, ja. Die wollte dann Nuggets. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof, aber hier ist gerade übelst was los. Hier stehen alle im Wege rum. Beiseite. Ah, da bist du ja schon. Ja, da bin ich schon, ja. Schon erst. Schon erst. So, ein Zug für alle. Ja, pass auf, ich fahr mal vor, damit ihr alle mir hinterherfahren könnt, damit ihr das auch findet. Ja. Nicht, dass wir uns verfahren. Genau. Hui! Der Dune, der hier vor uns ist, nämlich Verfahrenstechniker. Jetzt mach mal los. Bisschen Abstand, nicht, dass wir hier auflaufen. Oh, yay! Demnächst... Da ist er. Kurzer Zeit soll ja auch die Lorengeschwindigkeit drastisch zunehmen, habe ich gehört. Oh. Ist das so? Ja, das ist so. Man kann dann auch aus Kurven rausfliegen. Wir müssen dann also unsere Strecken nochmal überdenken. Also man muss dann richtig bremsen vor den Kurven oder sowas? Damit man. Ja, man darf dann halt keine Powerschienen mehr direkt vor Kurven setzen. Schade. Sondern muss die Geschwindigkeit dann da so anpassen, dass die Loren nicht rausfliegen. Oder halt hier, wie es hier so schön ist, rechts und links mit Steinen, dann können sie eigentlich gar nicht rausfliegen. Genau. Ich weiß aber nicht, ob die dann da vielleicht durchglitschen. Ja, wahrscheinlich klatscht man dann so gegen die Wand und bleibt dann hängen und muss dann immer mit dem Spatel runtergekratzt werden oder sowas. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, das kann gut sein, gut sein. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg zur Hexenwacht. Für alle, die das nicht kennen, sind ja auch ein paar neue dazugekommen. Erstmal herzlich willkommen hier im Dreielmenland und auf dem Hunsgrab-Server. Wir sind gerade auf dem Weg zur Hexenwacht. Wer macht genau. Da? Ja, das war. Ich habe Lianen ins Gesicht gekriegt. Das war. Ach so. Ich. Ja. Oh ja, hier. Muss ich da bücken? Oh, da geht aber. Meine Krone wird dreckig. Ja, das. Der Weg ist ganz schön weit, ne? Also kann man nicht anders sagen. Nur wenn die Loren dann demnächst schneller sind, dann. Dann geht das ja ratzifatzi. Dann müssen wir doch einen ganz geraden Überschalltunnel bauen. Das, was wir damals nicht gemacht haben, weil es sonst so langweilig gewesen wäre. Aber. Ja. Wahrscheinlich hilft dann nur noch das. Auch so eine schöne Bahnfahrt, können die Leute auch gleich mal hier ein bisschen die Umgebung genießen. Genau, den da oben müssen wir noch hin. Da oben. Ja. Also, ja, Mensch. Da, ne? Rat der Helden.
Der erste Rat der Helden übrigens. Genau. Wir müssen halt über wichtige Dinge und große Gefahren beratschlagen und da wir keine Helden gefunden haben, haben wir jetzt einfach uns genommen. Das so jetzt als Alternative. Ja, genau. Vorhin wurde schon geschrieben, wir sind die Ritter der Tafelecke. Ja, so wie, ja. Wie in Wirtshäusern, da gibt es doch immer so eine schöne Eckbänke, so, wo man dann, genau. Genau. Das ist lustig, auf der kleinen Minimap sehe ich gerade Dunes Kopf ganz dicht Köppe. Gefolgt von Zerons Kopf. Jetzt ja, aber ich sind sie gleich auf. Ich habe da gar keine Krone auf dem Bild. Oder? Aber ich kann meinen eigenen Kopf kann ich ja nicht sehen. Ja, nee, jetzt im Moment sehe ich dich auch gerade nicht, weil du Dune überlagerst. Nee, umgekehrt. Ich überlagere Dune? Nee, Dune dich. Kann ja mal ein bisschen bremsen. Geht ja, das? Ja, jetzt sehe ich dir. Und du hast deine goldene Krone auf. Ah, wunderbar. Das ist ja, da muss man ja immer ein bisschen drauf achten, so, ne? Naja, klar. Wenn man zu meinem Fernsehen ist. Na, wie kommt denn der hierher? Oh. Ja. Der Powerplayer, was macht. Das meinst du denn nicht ernst? Wieso bist du schon hier? Ja, der hat Gas gegeben. Super schnell bin. Der hat. Oh, Vorsicht. Jetzt, habe ich dein Bein geklemmt, Dune? Nee, es geht eigentlich. Warte, ich zieh die wieder raus. Bleib mal so, ich mach mal ein Foto. Oh, stopp, aussteigen. Ach so, wir sind nicht so geblieben, ne? Foto ist jetzt nicht so geworden, schade. Nee, macht nichts, aber es sah so niedlich aus gerade. Ja. Du hast übrigens immer noch deine Kettenunterwäsche an. Ja, natürlich. Es ist und der Nico ist auch wieder da. Das gibt mir luftige Bewegungsfreiheit, aber trotzdem das sichere Gefühl, das ich brauche. Ja. Nico, wir sind schon auf der Hexenwacht. Alles klar, ich komme gleich. Findest du ja, okay. Hier? Sonst nimmst du einen Zug. Kannst du mit der Bahn fahren. Oh, guck mal, Leute. Ist das nicht gigantisch? Diese Halle. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber das wird noch. Naja, das wird noch. Richtig schick. Okay, wo ist denn der Rat der Helden? Wo geht's denn hier hin? Da müssen wir natürlich auf die Burg gehen, ist ja logisch. Hier für die Säulen könntest du dann, naja. Ja. Powerplayer, lass das. Hier ist ein Stau. So. Ja? Müssen alle abstempeln. Nee, kannst du durchkommen. Ich hab genau. Okay. Ich habe gerade darauf gewartet, dass sie wieder zugeht. Hexenwacht, Hexenwacht. Von dir träumte ich die ganze Nacht. Du hast aber schlimme Träume. Ja. Willkommen hier auf der kleinen Burg. Zukünftigen Festung. Ja. Um zur Burg hochzukommen, müssen wir tatsächlich einmal außen rum. Hier ein neues Hundsgrabertor, das neue. Das wird in seiner endgültigen Pracht erst morgen vorgestellt werden. Und hier links ist etwas ganz kurz nur gespickt. Das wird dann am Dienstag. Ich spick mal länger. Am Montag vorgestellt. Nee. Okay, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Upsa, ja, das können jetzt ja nur die Leute im Livestream sehen oder genau. Dann halt am Dienstag bei dir in der Folge. Genau. Unbedingt reingucken. Guckt, Zordan guckt den UFO-Mann. Ja, genau, vor allem guckt schaut. Guckt Dune und den Powerplayer. Schaut die alle, aber schaut vor allem auch den UFO-Mann. Powerplayer gab es aber heute keine Folge. Ja. Wieso nicht? Richtig. Der macht zu viel. Er nimmt zu viel auf. Weil ich die ganze Woche lang unterwegs war hier in Minecraft und dann nicht recherchen, mir noch eine Folge aufzunehmen. Jetzt auch spannende Nachrichten von einem Tunnelbau machen können. Ja, extrem spannend. Hier, braucht jemand Pfeile? Hier gibt's Pfeile. Eine Pfeile? Wieso geht die Tür sonst nicht auf da oder was? Nein, aber der Typ hat. So. Ach so. Ganz schön weitläufig. Ein Brunnen, ja. Muss das. Oh je, wenn man jetzt mal hier so rüberschaut. Also hier ist der Ratterhelm. Nee, gleich im Haus. Aber ich werfe gerade mal einen Blick rüber, weil man kann jetzt ganz gut sehen. Ich habe ja da oben das ganze Konzept geändert. Da kommen keine anderen Gebäude hin, sondern da habe ich einfach Holz gepflanzt. Auch schon für die Zwecke, die wir jetzt gleich beraten werden. Und das ist doch ganz ordentlich gewuchert inzwischen, muss ich sagen. Ja, ordentlich. So, na, lass uns doch mal hier. Hier die Halle der Helden, sozusagen. In den Saal der Helden, rein. Genau. In den Saal der Helden. Ich lege uns Saal der Helden, steht auch dran. Für die, die nicht lesen können, steht es auch dran, genau. Genau. Nee, das ist keine gute. Ganz schön große Tafel, so viel sind wir gar nicht. Ich guck mal, ob der Nico schon kommt. Er ist ja Baumeister, genau. Aber auch irgendwo auch ein Held. Ne? Natürlich. Den geht gerade noch ins Büro. Den werden wir auf jeden Fall brauchen können hier. Wie sieht's denn eigentlich tageszeittechnisch aus? Was sagt denn die Uhr da oben? Geht noch. Tag. Geht noch.
Diese Uhren sind ganz toll. Ja. Da kann man das sofort erkennen, auf den ersten Blick, dass Tag ist. Oder okay. Auch Nacht. Die Musik ist nicht so doll, lassen wir das. Ja, Was ist denn hier eigentlich bei der Kuhinsel passiert? Da sind ganz viele Kühe ausgebrochen, ne? Das habe ich auch schon gesehen. Ja. Echt? Ja. Oh, ups, warum sagt mir das keiner? Steaks to go quasi. Jeder dachte, du hättest das schon so mitbekommen. Man stellt sich hier so neben den Stuhl oder was, weil ich komme da mit meinen Beinen nicht runter. Ja, ich fürchte, nein, das muss du so. Du musst den Stuhl erst zurückziehen. Achso, okay. Ja, verstehe ich. Brauche ich eine Axt für, ne? Die sind sehr schwer. Okay, Moment. Zack. Und dann kann ich ihn wieder hinsetzen. So. Das ist ganz schön aufwendig, diese Zurückzieherei, aber na gut. Ja, das ist schweres Fichtenholz hier, ne? Ja. Oh, falsch rum. Ja. So, und jetzt stelle ich ihn wieder hin. Die Tücken des Zurückziehens. Ja, ziehen Sie sich mal vorsichtig zurück. So, okay. Jetzt habe ich auch richtig Beinfreiheit hier. Das ist schon klasse. Ah. Sag mal, musst du gerade? Das sah so aus. So, ne? Nee, das sind so Übungen. Mein Arzt hat mir gesagt, ich sollte immer so Kniebeugen machen. Ach, gegen das Hüftleiden, ne? Ja, gegen das Hüftleiden, genau. Und das hilft auch. Also, hatte ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ach ja. Ja, der Rat der Helden, was? Ja, genau, liebe Freunde. dann sage ich mal, hiermit ist der erste Rat des Hunsgraber Städtebundes, der erste Rat der Helden, eröffnet. Juhu! Die Ingenieursvertretung ist noch unterwegs und gerade wird es auch schon wieder pünktlich dunkel draußen. Und insofern Feierabend. Würde ich sagen, der Rat der Helden ist für heute vertagt. Kommen Sie mal genug gearbeitet für heute. Kommen Sie mal mit in Ihre Zimmer. Oh, ich schlaf schon. Nein, komm. Ja, ich auch. Ja, kommt ihr her. Ihr habt eigene Zimmer. Wir haben eigene Zimmer. Okay, ich muss den Stuhl erst noch wieder reinschieben. Ach, na gut. Powerplayer Quallenkopf. Ach, toll. Ja, so. Aha. Aber der Nico hatte ja jetzt noch gar kein Zimmer, oder? Hier. Ja, der muss irgendwie als Gast sich da so. Ah, als Gast? Gastschläfer. Bei Ceron ist ein Doppelbett drin, da kann er noch mit rein. Der ist ja noch unterwegs, der Nico, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Ich lieg schon im Bett. Ah, sehr gut. Ich auch. Ist doch schon nächsten Tag. Und schön hier, Hunsgraber Fahne. Alles da. Ja, Freunde, also nochmal an alle Leute hier bei Twitch. Hier, deine Scheiben sind dreckig, da ist Fliegenkacke dran. Oh. Oh, Entschuldigung. Also, au. Oh, Polly, sitz. Hoppala. Der hat mich fast umgebracht. Es tut mir leid. Was hast du nur gegen? Ich hab dich gerade aus Versehen gehauen und das hat er irgendwie als Antriebssignal genommen. Böser Hund. Böser Polly. Hund. Hier, komm, kriegst du einen Steak. Was? Unglaublich. Ah ja, die Herren sind schon da. Guten Tag, liebe Helden, Herren. Schönen guten Tag. Ja, also, liebe Freunde, ihr habt es ja mehr oder weniger vielleicht mitbekommen, dass in letzter Zeit doch viele schlimme Dinge passiert sind hier in unserer Gegend. Wir hatten ein Hund hat mich gebissen. Zum Beispiel, ne? Also das steht schon mal ganz oben auf der Agenda. Wir müssen allen Hunden die Zähne ziehen. Genau. Nein, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich in eine Sprengfalle geraten bin und verbannt war. Und wir hatten öfter ja schon irgendwelche Kultistenüberfälle und Geschehnisse. Wir haben die Kultstätten hier zum Beispiel bei Dunedainisch sind es zwei, wenn nicht sogar drei. Ich glaube sogar zwei. Falls noch eine irgendwo ist, dann habe ich die nur noch nicht entdeckt. Ja. Aber zwei sind es mindestens. Zwei, ja. Und ich habe da die eine, die hab ich ja quasi weggesprengt und sie mich. Und in Hunsgrab hatten wir diese Kultstätte ja gesehen, die unten in der Kanalisation. Genau, in der Kanalisation einmal. Und dann habe ich noch eine Sache entdeckt, die habe ich ja noch nie untersucht. Und die ist ganz in der Nähe da bei dem Dschungel. Da war nämlich auch noch so ein merkwürdiges Zeichen. Das müssen wir vielleicht uns auch nochmal angucken. Das sollten wir auf jeden Fall. Also die Lage spitzt sich auf jeden Fall zu. Und wir sollten da mal sehen, dass wir unsere Kräfte bündeln und langsam gegen diese Kultisten vorgehen. Da bin ich auch dafür. Ganz genau. Wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Und sollten uns natürlich auch überlegen, wie wir uns besser schützen und besser absichern können. Und deswegen ist natürlich Tagesordnungspunkt 1, würde ich jetzt mal sagen, wie bauen wir die Sicherheitsanlagen weiter aus? Denn ich muss sagen, also Bocksprung zum Beispiel ist ja noch bis auf die kleine Burg fast gar nicht geschützt von außen. Hält sich aber ganz tapfer. Beim Quallenkopf ist so die Frage, muss man da was sichern? Und wenn ja, wie kann man das machen? Das ist eher schwierig. Man könnte den ganzen Quallenkopf natürlich mit... Ach, die Kultisten mögen kein Wasser, die sind alle wasserscheu. Genau, bei alle wasserscheu. Gar nichts passiert. Nee, sonst hätte ich jetzt überlegt, ob wir die ganzen Kuppeln mit Steinen überbauen, damit man da nicht so reingucken kann oder so und auch nicht mehr rauskommt. Dann ist ja dunkel da drin. Genau. Also ich würde sagen, wir sollten nicht zu sehr jetzt unsere ganzen Gebäude alle umbauen. Also Sicherheit ist natürlich immer wichtig. Und wir sollten auch die Mauern der Städte weiter ausbauen.
Aber im Grunde bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die Kultisten irgendwann da zu treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. Und das ist der halt bei ihren Anführer sozusagen oder ja, bei genau. ihrem Ziel, den schwarzen Drachen in diese Welt zu bringen. Und da sollten wir langsam anfangen, das Heer zusammenzurufen und dann den schwarzen Drachen fertig zu machen, weil dann fehlt ihnen der Antrieb und dann werden sie ihn alle... Ja, dann wird haben sie keinen Sinn mehr. Also, hoffentlich in alle Winde zerstreut werden, ganz genau. Ja. Und ja gut, klar, Hunsgrabs Mauern zum Beispiel auch, da sind ja doch einige, die jetzt so langsam eher veraltet sind und du hast ja neue Stadtteile gebaut, die wir vielleicht auch mit irgendwie einbeziehen müssen. Ja. Und du hattest ja auch schon überlegt, ob wir den Hafen sicherer machen, indem wir dann eine Art, ja. Ja, das war so eine Bastion oben auf dem Berg auf jeden Fall, damit wir die Hafeneinfahrt sichern können. Es gibt ja immer noch diesen Geralt von Bocksprung. Genau. Der immer noch mit irgendeiner Gerhard, Flotte auf dem Meer rumschippern, Gerhard, ja. Gerbald. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall den Hafenbereich noch ein bisschen absichern. Aber das ist natürlich auch nicht so schnell gemacht, ne? Nervös, ich muss mal auf Toilette. Ja, dann geh. Toiletten okay. sind unten. Toiletten sind unten. Guck mal, ich zeig dir. Gut. Hier? Ein tiefer und jetzt durch die Kellertür hier. So. Okay. Jetzt sind die Toiletten sind im Keller. Da. Hier, da. Mein da. Gott. Falsche Richtung, Schatz, du bist zu weit. Oh. Da. Da steht's doch. Knapp. Ah. Guck mal kurz weg. Guck mal kurz weg, Leute. Ich kann nicht. Wenn ihr alle. Naja, gut. Das war's. So, hast du Hände gewaschen? Ach du. Ja, ich dachte, wir gehen hier immer in dem anderen Klo, oder was? Genau. Ich dachte, wir gehen doch immer ach, zusammen aufs Klo. Ja, stimmt. Alte Ehepaar, ne? Genau. Ah, ja, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Nee, okay. Ja, okay. Also, wo waren wir? Bei den Mauern. Ach so. Genau, ich wäre dafür, wenn die Mauern mindestens einen Block breiter wären. Ja, breiter und vielleicht sogar so Doppelmauern, die man von innen zur Not mit Schüttwerk zumachen kann oder so. Das hält auf jeden Fall besser. Aber, das ist ja vielleicht eine Richtung, wo man auch den Baumeister mit beauftragen kann. Bei diesem Bastionsbau, da würde ich dich auf jeden Fall unterstützen. Mit Festung habe ich es ja. Und die Hexenwacht ist ja jetzt soweit auch erstmal einigermaßen abgesichert. Die ist schon ziemlich sicher, ne? Du hast ja überall fette Mauern und genau. Ja, ist der Rückzugspunkt, falls wir mal richtig angegriffen werden, ich muss immer auf Powerplayers Unterhose gucken, falls wir mal richtig angegriffen werden, der ist ja hier und dann ist ja auch alles gut. Ja. Und? Gut, dann sollten wir, also meint ihr also alle im Grunde, wir sollten erstmal unsere Wehranlagen verbessern, ehe wir den schwarzen Drachen angreifen. Ja. Das ist, oh, ich sehe den Nico, wie er die Burg erklimmt. Einen Spion haben wir ja, der hat ja hier irgendwo angeblich seinen Geheimraum. Der guckt ja immer nach, wo es jetzt gerade so dran ist. Das ist ja hier der Dragon Studio, also der Eisengolem, der macht der das. Der Dragon Studio, genau. Nico, du bist ein zu hoch. Immer. Du bist ein zu hoch. Ja, ich komm. Ja, genau. Wir sind komplett. Der Rat der Helden ist komplett. Herr Ingenieur. Moin. Der Ingenieur hat's schwör. Ja. Nee, und dann müssen wir... Also du sollst uns alle Stadtmauern bauen. Nein. Das Ding ist, wenn wir natürlich gegen den Drachen bei ihm vorgehen wollen, du hast ja das Ende entdeckt. Dann müssen wir da vielleicht gucken, dass wir demnächst anfangen, den Zugang dazu noch ein bisschen zu erleichtern. Also, dass, wenn die Truppen kommen, warum stehst du? Was? Du warst gerade eingenickt, ja, ich hab's gemerkt. machen wir so, ne? Genau. Den Zugang. Beschlossen, bam! Okay. Wir müssen endlich mal schnellere Entscheidungen treffen hier. Genau. Naja, dass wir halt den Zugang da ein bisschen erleichtern und gegebenenfalls ein Heerlager da errichten. Das ist vielleicht eins dann der Ziele, die wir... Ja, Herr Lager. Genau. Herr Lager. Herr Lager. Herr Lager war mein alter Lehrer. Kenne ich. Ja, da hast du auch nie aufgepasst, oder? Doch. Ja. Ich hatte so Streichhölzer. Genau. Nee, also man, Herr Lager müssen wir auf jeden Fall. Sieht man ja, was aus dir geworden ist hier. Ja, Bürgermeister. Ja, genau. Ja. Bist Politiker geworden, das hast du jetzt davon. Ja. Ja, gibt es sonst noch Themen, die euch auf dem Herzen liegen, die wir hier besprechen müssten und was wir so lösen müssten? Also Sicherheit geht vor, Safety first, sagt man ja immer, Mauern und Wehrlager bauen. Aber also können wir heute sozusagen beschließen, dass wir unsere Wehranlagen verbessern oder verbessern lassen
Und das jetzt auf jeden so Fall uns langsam auf den Angriff vorbereiten, oder richtig, nicht? Richtig, ganz genau. Das heißt auch so viel wie ordentlich, wir wissen ja, dass es gegen den Drachen geht, der auch ganz viele Endermen in seinem Gefolge hat. Und gegen Endermen helfen am besten Kürbisse. Also sollten wir Kürbisse bereithalten. Wir müssen viele Bögen und Pfeile machen. Und wir brauchen sehr viele... Ich würde das mit den Kürbissen machen. Ja, okay. Ich kann Pfeile machen und wir brauchen halt viele Leitern. Leitern. Ja. Das könnte ja vielleicht der Dune machen, den Leiterbau, weil der hat einen riesen Wald gegenüber. Genau, dann ernennen wir dich hiermit zum Leiterleiter. Du bist der Leiterleiter, genau. Dann wird das gemacht. Was ich noch sagen wollte, also falls wir den guten Geralt nämlich irgendwann mal fangen... Gerhard, glaube ich. ...habe ich jetzt gerade Gerhard, habe ich die Kerkerzellen nämlich jetzt inzwischen fast gänzlich fertig. Die ist nämlich in der kleinen Festung drinnen. Ah, sehr gut. Auch schwer erreichbar. Und genau. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt. Also ab ins Verlies mit ihm, mit dem Schurken. Ja, falls er Zeron sich mal zeigt, ja. Ich glaube, der Zeron ist schlecht. Da, nimm mal einen Steak. Ich hab 39 Stück. Ich habe ja ganz viel Steaks. Gut, also wir machen das. Montags gibt's Suppe, Dienstags gibt's Kartoffelbrei. Ja, beschlossen. Genau. Bam. Gut. Also, du Kürbisse, ich Pfeile, Powerplayer sorgt fürs Essen und du machst die Leitern. Ja, und dann würde ich Powerplayer sagen... Powerplayer sorgt fürs Essen, ja. Sollten wir vielleicht... Ja, der hat immer so leckere Fischsuppe. Dann was mache ich nochmal? Ich mache, Kürbisse. Du siehst gut aus, wie immer. Ja, und sehr gut aus. Ich habe nämlich so eine Krone hier auf dem Kopf, das kann man sehen, auf Fotos und auch, wenn mich jemand zeichnet. Aber ich werde auf jeden Fall Kürbisse machen. So, Foto gemacht. Oh ja, lass es mal. Ich gehe mal hier mit rüber. So. Angriff! Ach so. Du musst aber auch mit drauf. Ja, eben. Ja, dann müssen wir alle zu dir kommen. Ja, oder so. Aber wir gehen einfach raus. Wir sind mit dem Rat der Helden. Ja, das gucken wir an diesen Konferenzen. Der Rat der Helden ist damit geschlossen. Genau. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir wollen jetzt ganz viel umsetzen. Und nee, jetzt mal ernsthaft, dann sollten wir wirklich demnächst mal gucken, ob wir mal wieder zu diesem Ende reisen und da schon mal anfangen, die Grundzüge für das Heerlager zu errichten. So. Genau, ich würde dann vielleicht schon mal anfangen, ein paar Zelte am Heerlager aufzustellen. Genau. Und ich hatte mir auch noch überlegt, Nico baut gerade deine Stube um. Ich hatte mir noch überlegt, man könnte ein großes Modell vom Drachen aus Wolle machen, wo wir Schießen üben drauf können. Tun. Oh, das ist auch eine sehr gute Idee, ja. Ja, genau, das könnte auch der Dune noch übernehmen, weil Wolle ist ja sein Steckenpferd, sozusagen. Ja. Was wollten die alle bei mir im Schlafzimmer, Leute? Du bist hier hingegangen. Hier, das ist der Hund, das ist der Hund. Halt den Hund fest. Sitz, Poldi, sitz. Ja, du machst hier Sitz, komm. Platz, Poldi. Nein, der soll nicht platzen. Oh, Zeron, schläfst du bei mir? Ja, anscheinend. Von der Tür sitzt mich an. Wie nett. Liegen noch nicht einer? Aber gleich. So. Ich habe Angst, ich klatsch voll mit dem Kopf da gegen die Decke, die ist so niedlich. Jetzt machen wir noch ein Gruppenfoto und dann fahren wir uns alle ein Eis holen und dann nach Hause, ne? Ja. Und wollen wir sonst irgendwas angehen, wo wir jetzt gerade schon alle zusammen sind hier? Ja, ja so ich muss weg. Nee. Oh, Entschuldigung, Nico. So, komm alle hier bei mir bei. Ah, es wird ein wunderschönes Foto, auf jeden Fall. Schickst du mir einen Abzug? Ja, malst du mir einen Abzug? Auf jeden Fall. Gut. So, jetzt alle recht hässlich. Nach oben gucken. Schwert in die Hand, ne? Das soll ja auch aussehen, ne? Einer mit der Axt, einer mit Schwert, wunderbar. Alle hässlich gucken. Käsesuppe, Zirin schläft schon wieder. Nein! So, das reicht genug. Okay. Ja, so. Ja, das war schön, Leute. Ich gucke gerade auf die Uhr und ich muss sagen, wir sind schon eine Stunde und 19 Minuten fast dabei hier zu Minecraften. Das war jetzt verdammt lange. Das war der Rat der Helden, ne? Auch. Und ich würde sagen. Also es war auf jeden wir Fall. Gehen jetzt mal. Es war auf jeden Fall eine richtige Politikersitzung. Wir haben viel gesagt, aber wenig. Also viel geredet, aber wenig gesagt, ne? Wir wissen jetzt trotzdem noch nicht so richtig, was wir machen wollen, aber wir wollen es auf jeden Fall gemeinsam machen. Das ist schon mal viel wert. Chaka. Ich kann einen Mann mit Kettenunterhosen nicht ernst nehmen. Gerade wollte ich was Nettes sagen, aber jetzt kriegst du ein Bett vor den Kopf. Also für uns Grab und für den Städtebund, ihr Narren. Ja, für uns Grab und für Opa Zeron. Vor allem für Opa Zeron. Und für den Ufo-Mann. Und für Ufo-Mann. Apropos Ufo-Mann. Ufo, wir kommen gleich raus hier aus Minecraft. Ich muss nur einen Ausgang finden.
Und dann werden wir noch ein bisschen quatschen. Wir wollen nämlich noch ein bisschen überlegen. Der Ausgangszone ist hier. Du musst hier nur über die Brüstung. Dann bist du aus Minecraft raus. Ja, ganz raus, ne? Hm, genau. Wie? Ja. Nein. Total nett von dir. Danke, danke. Ja, so bin ich. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal aus Minecraft raus. Und ja, ihr könnt ja noch ein bisschen weitermachen oder so. Oder kommt rüber und wir quatschen alle mal über das Thema Let's Plays. Wir kommen rüber. Und dann machen wir auch wieder mehr mit der Community. Und genau, so zusammen. Und hier ist ein Pferd mit einer Diamantrüstung. Ja, das ist meins. Oh ja, Leute, also bis gleich. Hä? Ja, sag es. Ah ja, ich darf noch sagen. Also der LO1ZB meinte, er und seine Rebellion da würden uns helfen im Kampf gegen den. Oh, das ist eine wichtige Info. Danke, lieber LO1ZB. Wir haben noch Unterstützung von den Rebellen. Und das ist eine großartige Unterstützung, weil die kennen sich im Partisanenkampf oder wie man das nennt, gut aus. Ja. Also können gut mit Pfeil und Bogen aus dem Hinterhalt angreifen und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Also super. Ich glaube, das heißt Parmesankampf, ne? Mit dem Parmesankampf, genau. Das ist, da, genau. Da riechen die Füße immer hinterher so nach. Ja. Oh. Wo rennen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, wo ihr rennt, aber für mich ist damit der Rat der Helden beendet. Ich beende auch die Aufnahme und sage, macht's gut, liebe Freunde, bis morgen. Und also tschüss. Es war schön, ja. Es war schön, genau. Tschüss.